Ja, der Kameramann kommt mal wieder genau zum richtigen Moment. Spielt sie jetzt noch oder spielt sie nimmer? Nein, der Neuzugang macht ein paar Trainingsaufschläge. Der Sohnemann des Bundesliga-Trainers, Itagaki, Akito Itagaki, kaum zu glauben, der hat schon in der ersten Bundesliga gespielt, aber nur Gastauftritte für den TSV Bad Königshofen, denn da ist sein Papa Trainer und der hat es dann gemanagt, wenn es die Aufstellung mal zugelassen hat, dass der junge Mann Erfahrungen sammeln durfte. Erste Liga ist ja auch ein Erlebnis, das dann motiviert. Denn wie wir alle wissen, Tischtennisspieler in dieser Spielklasse müssen unheimlich viel rackern, arbeiten, sklavenmäßig trainieren. Und wenn man sich da nicht immer wieder gut motivieren kann, dann ist das hartes Brot. Aktuell bayerische Jugendmeister, das muss man relativieren, so, denn bester Bayer momentan natürlich Matthias Danzer, deutscher Jugendmeister 2022 und bayerischer Herren-Einzelmeister 2022, aber was die Jugend betrifft, muss man auch wieder dazu sagen, Kai Stumper ist auch noch Jugendspieler. Und der ist Jugend-Europameister und spielt aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Team-WM. In Chengdu in China. Und surprise, surprise! Kann mich nicht erinnern, wann unser Nationalteam in den letzten Jahren mal ohne Ovtcharov gespielt und schon gar nicht ohne Timo Boll gespielt hat. Es sei denn, die waren mal verletzt. Aber genau das scheint möglicherweise auch gerade das Problem zu sein, dass sie beide immer noch an langwierigen Geschichten laborieren. Am 22. September hat Timo Boll noch in Hildburghain gespielt beim Pokalschlager. Die Aufnahmen dazu zu finden unter Hildbolstein gegen Borussia Düsseldorf auf, ja, das bin ich mir gar nicht sicher, ob auf YouTube oder auf Twitch. Also einfach mal googeln unter This is Table Tennis Germany, mein Kompagnon und Videofreund, der hat sich darum gekümmert, dass wir das überhaupt filmen und ins Netz stellen durften. Die Rechte sind ja bei Spontent beziehungsweise Twitch, und der hat auch die Videos ein bisschen geschnitten, teilweise kommentiert, und deswegen findet ihr das unter This is Table Tennis Germany. Solltet ihr überhaupt öfters draufklicken beziehungsweise abonnieren den Kanal, denn das ist mit der eifrigste, den ich momentan kenne, und er benutzt auch natürlich mit meiner Erlaubnis, versteht sich von selbst, Material von mir, also eine gute Partnerschaft. Lohnt sich, ihn anzuklicken.